wo jetzt bloß meine geliebte Gretel ist? An welchem Ort und in welcher Zeit? So ein Mist! So finden wir garantiert keinen Zauber, um Gretel zurückzuholen. Und wenn doch, wird es für Gretel vielleicht schon zu spät sein. Außerdem wissen wir noch nicht einmal, in welcher Zeit Gretel jetzt ist und welchen Gefahren sie trotzen muss. Allen voran dem bösen Zauberer Gargan. Vielen Dank, Gottfried. Als ob ich das nicht wüsste und es mich beruhigen würde. Es geht hier um meine geliebte Frau und nicht um meine Schwiegermutter. Sicher, dass das bei euch Wichtelmarionetten nicht ein und dasselbe ist? Hört endlich auf, euch zu streiten. Er hat angefangen. Er hat angefangen. Und ihr glaubt, dass wir so vorankommen? Es geht hier um Gretel und die Zukunft unserer Lebendigkeit. Also arbeitet zusammen und stützt euch gegenseitig. Gargam ist hier der Feind, niemand anderes. Luzi hat recht. Also machen wir jetzt weiter, Zoppo. Zusammen. Abgemacht, Gottfried. Jetzt bloß keine falsche Bewegung machen. Wenn ich mich zu sehr bewege, könnte der T-Rex denken, ich wäre Beute für ihn. Vielleicht schaffe ich es wegzukommen, wenn ich ganz langsam rückwärts gehe und mich dann zurück in die Büsche schlage. So ein Mist. Das war nicht gut. Jetzt bleibt mir wohl fürs Erste nur noch die Flucht. Na super! Ich dachte, ich hätte nun eine ruhige Zukunft und die ganzen Probleme nur wegen einem gemeinsamen Nachmittag in der Vergangenheit mit Zoppo. Und jetzt bin ich scheinbar wieder in der Vergangenheit. Nur leider noch weiter weg und ohne meinen Zoppo. Wie soll es jetzt bloß weitergehen? Und wo ist Gargam? Ich muss sehr vorsichtig sein. Noch vorsichtiger als jetzt. Als erstes sollte ich mir aber einen sicheren Unterschlupf suchen. Vielleicht eine Höhle oder etwas Ähnliches. Ich habe immer noch nichts gefunden. Und wie schaut's bei dir aus, Gottfried? Ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt nichts ein. Außer, Moment mal, da war doch was.
Ich glaube, so langsam erinnere ich mich wieder. Na super, dann erzähl mal. Ich sagte doch vorhin, ich könne Gargam theoretisch in die Zeit der Dinosaurier zaubern. Und als ich dann etwas später den magischen Feuerball auf Gargam warf, dachte ich für einen kurzen Moment noch einmal an die Zeit der Dinosaurier. Soll das heißen, dass Grete jetzt nicht nur vor Gargam, sondern auch vor Dinosauriern flüchten muss? Ja, ist das nicht toll? Du findest es toll, dass Grete gerade Gefahr läuft, von einem T-Rex gejagt zu werden? Nein, ich finde es toll, mich wieder daran erinnern zu können. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass Grete, wie wir anderen Marionetten auch, aus Holz ist. Fleischfressende Dinosaurier können sie nicht riechen und pflanzenfressende Dinosaurier werden Grete so oder so in Ruhe lassen. Außer wenn sie sich bewegt, dann könnte sie doch Probleme mit den Fleischfressern kriegen. Und wie sollen wir Grete jetzt finden und retten? Die Zeit der Dinosaurier war ja auch nicht gerade kurz. Da die richtige Zeit zu finden, könnte etwas schwierig werden. Das kriegen wir schon hin. Immer positiv denken. Ich glaube, ich weiß jetzt, in welchem Buch wir den richtigen Rückholspruch finden. Wirklich? Das ist ja toll. Ich weiß nur nicht mehr, wo dieses Buch ist. Das war so klar. Diese verfluchten Mischte-Marionetten, diese verfluchten Zeitreisen, diese verfluchten Dinos. Gut, dass ich mein Zauberbuch habe, aber das Blöde ist, dass es hier in dieser Zeit keine Wirkung hat. Wenn ich wenigstens Grete wiederfinden würde, dann hätte ich zumindest eine Geisel für den Fall der Fälle. Ihre Schritte sind kleiner als meine. Also müsste sie ja noch ganz in meiner Nähe sein. Es muss doch hier irgendwo ein sicheres Versteck für mich geben, wenn doch nur mein Zoppo hier bei mir wäre. Sicherlich ist er bestimmt schon auf dem Weg zu mir. Oder zumindest sucht er einen Weg, um zu mir zu kommen. Ganz bestimmt. Hoffentlich ist der passende Zauber bald gefunden. Schade, dass wir nicht helfen können. Ich fühle mich gerade so nutzlos. Geht mir genauso. Aber da wir nicht zaubern können, dürfen wir nicht helfen.
Wie hast du das eigentlich vorhin mit diesem weißen Drachen geschafft, Gnome? Stimmt, durch Magie. Ich verwende so selten meine Magie, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich ja auch zaubern kann. Ich bin aber kein großer, mächtiger Zauberer. Das ist nicht schlimm. Um uns zu helfen, den richtigen Zauberspruch zu finden, reicht es. Nun gut, dann will ich Gottfried und dir helfen. Na toll, und jetzt bin ich allein. Hoffentlich finden die drei den Zauberspruch jetzt schneller. Na warte, Gretel, wenn ich dich habe, dann wird es mir eine Freude sein, dich zu fressen. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken. Finde dich damit ab, dass du diesen Tag nicht überlebst und deine Freunde auch nie wieder siehst. Wären Zoppo und du nicht gewesen, wäre dies alles gar nicht passiert. Nur wegen eurer blöden Zeitreisen sind wir jetzt in dieser Situation. Ich hätte nur noch wenige Jahre gebraucht, um meine alten Kräfte zurückzuhaben und alle Keduma-Marionetten zu beherrschen. Aber nein, ihr zwei verfluchten Wichtel-Marionetten habt alles ruiniert! Der brüllt so laut, dass man Gargam ja durch den ganzen Wald hört. Aber so weiß ich wenigstens, wo er ist und kann versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich muss ihm ja nur so lange entwischen, bis Hilfe für mich kommt. Ha, Gretel, hast du gedacht? Jetzt hab ich dich. Also in diesem Buch steht auch nichts Passendes drin. Aber in dem Buch, was ich gerade lese, jetzt haben wir den richtigen Zauberspruch. Dieser Zauber hält aber nur eine halbe Stunde an. Zoppo, du bekommst einen alten Schlüssel als Kettenanhänger von mir. Verliere ihn nicht. Sonst kannst du nie wieder zurückgelangen. Und Gretel und du seid für alle Zeit in der Vergangenheit gefangen. Und dann auch noch mit Gargam zusammen, Howard. Ich hoffe, das ist dir klar. Du musst Gretel innerhalb einer halben Stunde gefunden haben. Und in dem Moment, wo dich der Zauber hierhin zurückholt, Gretels Hand halten, das ist sehr wichtig. Soweit alles verstanden, Zoppo? Ja, habe ich, Gottfried. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Gretel innerhalb von 30 Minuten zu finden? Der Zauber, den ich gefunden habe, wird dich in ihre Nähe bringen. Alles klar. Und wieso brauche ich den Schlüssel, um mit Gretel zurückzukommen? Weil der Schlüssel mir gehört und der Zauber so weiß, wo er euch nach der halben Stunde wieder hinbringen muss. Ich kann dir aber auch ein benutztes Taschentuch von mir geben, wenn dir der Schlüssel zu schwer ist. Igitt! Ne, lass mal, Gottfried. Der Schlüssel ist mir lieber.
Da hast du den Schlüssel. Na dann mach dich jetzt bereit für den Zauber. Magico Präteritum Itinerantur. R.A.S. Saurus. So, jetzt heißt es abwarten und Daumen drücken. Du, Gottfried, was war das denn gerade für eine Sprache, als du den Zauberspruch aufsagtest? Das war Latein, Luzi. Hättest du diesen Spruch nicht einfach auch in Deutsch sagen können? Nein, unmöglich. Zum einen braucht ein Zauberspruch die richtigen Worte und zum anderen klingt ein Zauberspruch in Latein doch viel cooler, oder? Du bist verrückt, aber im positiven Sinne. So weit, so gut. Hier in der Nähe ist also irgendwo Gretel. Und leider auch Gaga. Hoffentlich konnte Gretel sich bis jetzt gut vor ihm verstecken. Eigentlich würde ich dich am liebsten jetzt verspeisen. Aber vielleicht sollte ich noch ein wenig warten, bis Soppo hier ist. Sicherlich ist er es, der dich retten will. Und dann hätte ich direkt euch beide. Wenn ich Soppo dann auch gefangen habe, werde ich dich mit einem Haps verschlingen. Du bist ein Scheusal, ein Monster. Du hast doch nicht wirklich einmal daran gedacht, dass deine bescheuerten, finsteren Pläne gelingen werden, oder? Sprich dich ruhig aus! Sprich, wie dir im Mund gewachsen ist. Denn du hast schließlich nicht mehr viel Zeit, bis du auf ewig verstummst. Wenn du mich nicht weder auf der Stelle loslässt, noch dich umdrehst, wirst du eine böse Überraschung erleben. Ach, ist das so? Und welche böse Überraschung sollte das sein? Dreh dich um, dann weißt du es. Wenn du mich nicht auf der Stelle loslässt, fange ich an zu schreien. Noch hat er uns nicht gesehen, aber er wird uns sehen, wenn ich meinen Mund nicht halte. Also, was ist jetzt? Dieser T-Rex ist ein Fleischfresser. Wir sind Marionetten. Der interessiert sich nicht für uns. Aber du bewegst dich und machst ihn damit neugierig auf dich. Ich habe mich in dir geirrt. Du bist kein Wichtel, sondern eine Hexe. Also gut, ich lasse dich los. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht wieder versuchen werde zu fangen, wenn die Gefahr vorüber ist. Am liebsten würde ich nach Gretel rufen, aber dann könnte mich auch Gagam hören. Das wäre schlecht. Moment mal, wer kommt denn da drüben angelaufen? Grün und klein, das ist ja Gretel, meine Gretel. Zoppo, da bist du ja. Endlich hast du mich gefunden, mein Schatz. Mein Liebling! Ja, jetzt wird alles gut. Nicht mehr lange und wir können zurückreisen. Der Reisezauber, der mich hierhin gebracht hat, hält nur noch ein paar Minuten. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ab jetzt an den Händen festhalten,
damit du mit mir zusammen von hier wegkommst. Ist Gargam auch hier in der Nähe? Ja, leider zu nah. Ich konnte ihm schon ein paar Mal entkommen, aber wir dürfen nicht vergessen, wie gefährlich er ist. Und die Dinosaurier, die hier leben, sind auch nicht alle harmlos. Wir suchen uns jetzt am besten ein sicheres Versteck und warten die letzten Minuten einfach ab. Komm, Gretel, gib mir deine Hand. Nicht so schnell, ihr zwei! Na, was sagt die Uhr? Wie lange wirkt der Zauber noch? Nur noch wenige Minuten. Die halbe Stunde ist gleich um. Was? Jetzt wirklich? So schnell? Was hast du denn erwartet? Eine halbe Stunde ist nicht lang. Ich hätte Zoppo gerne mehr Zeit gegeben. Wenigstens eine Stunde. Aber das macht der Zauber nicht mit. Wollen wir hoffen, dass Zoppo Gretel gefunden hat. Du hast verloren, Gargam. Selbst wenn du jetzt anfängst, uns zu essen, wird wenigstens einer von uns beiden wieder in die Zukunft reisen können. Uns beide zusammen wirst du nicht besitzen können. Und selbst wenn doch, wirst du für immer hier in der Vergangenheit feststecken. Was bleibt dir also noch? Lass uns in Ruhe zurückreisen. Und wir versprechen dir, dass man dich auch zurückholt und dir einen fairen Prozess macht. Ein fairer Prozess? Ich pfeife auf einen fairen Prozess. Für mich bedeutet ein fairer Prozess ein schneller Tod. Glaubt ihr wirklich, dass ich wieder eine leblose Holzpuppe werden will? Ich will leben! Und dann bleibe ich doch lieber hier, als zurück in eure Welt zu kommen. Aber ich muss dir recht geben, Zoppo. Es stimmt, was du gesagt hast. Also gut, ich lasse euch zurückreisen, aber nur unter einer Voraussetzung. Und welche? Wenn ihr geht, sollt ihr mein magisches Buch hier mitnehmen. Ich werde zurückbleiben. Aber wenigstens mein gesammeltes Hexenwissen geht nicht verloren. Also was ist? Sind wir uns einig? Ich denke, wenn es nur das ist, können wir uns drauf einlassen. Denke ich auch. Dann gebe uns dein Buch, Gargam. Komm, Gretel. Jetzt müssen wir das Buch berühren und dürfen es nicht loslassen. Wir haben es Gargam versprochen, sonst hätten wir jetzt keinen Waffenstillstand. In Ordnung. Jetzt sind die beiden weg und glauben wohl, es sei alles vorbei. Aber da irren sie sich. Es hat gerade erst begonnen. Die anderen Marionetten werden mich schneller wiedersehen, als sie denken.
Hallo ihr zwei, da seid ihr ja. Ihr habt es also wirklich geschafft. Jetzt wird alles gut. Ja, das hoffen wir auch. Beinahe hätte uns Gargam getötet, aber er hat mit sich verhandeln lassen. Gargam hat mit sich verhandeln lassen? Wie das denn? Wir mussten sein Zauberbuch mitnehmen, damit sein Wissen nicht verloren geht. Und wir dachten, hier bei dir wäre es gut aufgehoben, Gottfried. Oh weh, jetzt sind wir alle in Gefahr. Durch das Buch wird Gargam die Möglichkeit haben, hierhin zurückzukehren. Es muss ihm nur gelingen, in der Vergangenheit, wo er jetzt ist, ein magisches Portal zu finden. Vergesst, was ihr Gargam versprochen habt, und den alten Schinken von einem Buch, lasst uns den doch einfach verbrennen. Das geht leider nicht. Gargams magisches Buch ist ein ganz besonderes Buch und mit einem Zauber geschützt. Man kann diesem Buch nichts anhaben, leider. Auch nicht, wenn ich es öffne? Ich bin schließlich kein Magier und darf dadurch auch nicht in die Nähe deiner Bücher kommen, weil sie sich hier sonst selbst zerstören würden. Eine tolle Idee. Aber wie schon gesagt, bei diesem Buch ist das anders. Wir können es nur an einen sicheren Ort bringen und dort bewachen. So lange, bis uns etwas Besseres eingefallen ist. Dann machen wir das so. Ich werde noch heute veranlassen, dass das Buch rund um die Uhr bewacht werden soll. Wir haben doch einen alten Kerker. Dort soll das Buch hingebracht werden, wenn Gargam auf eigene Faust zurückkehren sollte, wird er erstmal im Kerker gefangen sein. Eine gute Idee, aber wir sollten es keinem verraten. Die anderen Marionetten würden sonst ständig unter Angst leben. Ja, das ist wohl das Beste. Na dann kommt mit, wir haben noch viel vorzubereiten. Und wenn das dann geschafft ist, sollten wir ein wenig feiern. Schließlich sind Gretel und Zoppo wieder bei uns. So machen wir das. Ach, lieber Gnom, du hast uns jetzt in der kurzen Zeit schon so viel geholfen. Ich meine, ihr anderen ja auch, aber Gnom, wir wissen immer noch nicht deinen Namen. Wie heißt du eigentlich? Nett, dass du fragst, aber mein Gnomvolk macht sich nicht viel aus Namen. Das bedeutet, dass ich namenlos bin. Das mag für euch seltsam klingen, aber ich habe jetzt schon so lange keinen Namen, dass ich auch gar keinen mehr will. Wenn ihr mich Gnom nennt, reicht mir das. Na gut, eigentlich ein wenig traurig, aber wenn du das so möchtest, soll es so sein. Gretel, egal was auch die Zukunft bringen mag, wir halten zusammen. Ja, mein Schatz, jetzt erst recht. Wir sind ja nicht ohnehin, Gretel und Zauberer Zoppo.